liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem Monatsrückblick. Ja, all meine gelesenen Bücher aus Dezember werde ich euch heute nochmal komprimiert sozusagen vorstellen. Ich mache ja nach wie vor diese Videoclips nach dem Lesen der Bücher und so habe ich es auch im Dezember gehalten und werde es auch im Januar wieder so machen. Und zu Beginn ein wenig, ja, heute irgendwie ein bisschen heiser. Zu Beginn natürlich ein bisschen Statistik. Es sind insgesamt, kommt das hin? 8 Bücher geworden. Ja, würde ich sagen. 8 Bücher, ne? Das ist immer, wenn man nicht zählt. 8 Bücher geworden mit insgesamt 3048 Seiten. Und das ist ein Tagesdurchschnitt von knapp 98 am Tag. Ja, woran lag es, dass es so wenig war für meine Verhältnisse? Ich habe im Dezember Game of Thrones gesuchtet. Ja, ihr habt es mitbekommen in den Wochenrückblicken, wenn ihr euch die anguckt. Ich war da absolut im Serienfieber. Und dementsprechend, wenn man sich 5 Staffeln einer Serie anguckt, also knapp 50 Folgen, also es waren vielleicht dann nur in 2015 die ersten 4 Staffeln, da hat man halt einfach dann diese Zeit nicht mehr zum Lesen. Also das ganz klar, das hat mir ein bisschen gefehlt, aber finde ich persönlich nicht schlimm, weil mich diese Serie jetzt einfach in eine Welt gebracht hat, die ich ganz ausführlich noch erkunden möchte und tiefer eintauchen möchte und es ja im Grunde auch eine Bücherwelt ist, weil es basiert ja auf der Buchserie Das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin und von daher eigentlich müsste ich mir hier so die Seitenzahl der Bücher eintragen, die ich eben angeguckt habe. Aber das machen wir natürlich nicht. Ja, insgesamt ein sehr guter Monat. Dennoch, es waren 2 sehr geile Bücher dabei. Es waren auch ein paar enttäuschendere Bücher dabei. Und wir beginnen allerdings heute mit dem ersten Buch. Mir ist irgendwie aufgefallen beim Sortieren meiner Videos, dass mir dieser Videoclip irgendwie abhanden gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwo hinten dran gehängt hatte und nicht gemerkt habe, dass das sozusagen der Videoclip ist und ihn vielleicht für irgendein anderes Video gehalten habe, dass ich dann irgendwie vielleicht gelöscht habe. Keine Ahnung. Deswegen, das erste Buch heute sozusagen live von Sandra Regnier, Die Wellen der Zeit, erschienen im Carlsen Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet in dieser Taschenbuchausgabe 12,99 €. Ja, es handelt sich hier ja um den zweiten Teil einer Reihe, ich glaube der Zeitlos. Reihe, wenn ich mich nicht recht erinnere, hat die überhaupt, ja, ich glaube, so irgendwie hieß sie. Und der erste Band hieß Das Flüstern der Zeit und es ging im ersten Teil, ja, man kann zum zweiten so schlecht was sagen, weil man würde sich spoilern. Es geht grundlegend in dieser Geschichte um Meredith, die einen guten Freundeskreis hat, einen guten besten Freund hat und der sieht den Menschen in der Sekunde seines Todes. Also er erkennt, ob der Mensch eben bei einem Unfall gestorben ist, ob er in Krankheit gestorben ist, wo er gestorben ist, wie er dabei aussah, ob er alt war, jung war. Und die beiden fanden das schon immer sehr faszinierend, interessant. Ihre Freundschaft bestand aber einfach aus der Normalität. Er hat immer vermieden, sie anzufassen, weil er von ihr eben nicht wissen wollte, wie sie am Zeitpunkt ihres Todes aussieht. Und es gibt ein Gewitter und bei diesem Gewitter küsst er sie und merkt dann, oh, irgendwie ist meine Gabe nicht mehr so vorhanden, wie sie sein sollte, glaubt er zumindest zu Beginn. Und in der Geschichte spürt man eben recht schnell, es geht um eine Art Zeitreise und dass gerade der Zeitpunkt, wo eben Meredith lebt, ein ganz gewisser Punkt ist in der Zeitgeschichte, wo eben verschiedene, ja, wie kann ich das jetzt formulieren, ohne zu viel zu verraten, dieser Menschen mit gewissen Fähigkeiten auftauchen und dadurch das Gleichgewicht der Welt zu verändern scheinen und eben auch das nicht unbedingt das Allerbeste in der Welt ist. Es gibt da drin verschiedene Richtungen, in die es jetzt noch gehen könnte. Also der zweite Band lässt durchaus noch Fragen offen. Es wird ja auch einen dritten abschließenden Band geben von Sandra Regnier. Der erste Band hatte mich damals sehr, sehr begeistert, sehr geflasht. Ich war wirklich hin und weg und fand diese Idee, die eben dahinter steckte, ohne jetzt zu viel zu verraten, weil das ist natürlich auch ein Weg, um dahin zu kommen im Lesen. Fand ich unglaublich gelungen, fand ich ganz, ganz toll. War sehr gespannt auf den zweiten Teil. Leider war der zweite Teil für mich nicht mehr ganz so spannend. Also ich habe es gerne gelesen, es war spannend, packend. Mir haben weiterhin die Charaktere in den Büchern unglaublich gut gefallen.
Aber er war nicht mehr ganz so toll wie der erste Band, was ja leider oft bei so Reihen der Fall ist. Und es war auch zum Beispiel, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass im zweiten Band eben immer die Ich-Formulierung verwendet wurde. Also die Geschichte wird aus der Sicht von Meredith erzählt. Und doch kriegen wir immer, also mitten, auch in den Sätzen, in den Kapiteln, mitten so zwei Sätze, ich. Und dann erzählt aber irgendwie, und über mich sagten sie, oder sie sich dann in der dritten Person bespricht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so rüberbringe. Ich habe mir leider auch keinen Beispielsatz so aufgetragen. Aber das ist so merkwürdig, weil ich erzähle ja die Geschichte zum Beispiel aus meiner Sicht. Und dann, wie wenn jemand gerade reinkommt in die Geschichte und euch dann erzählt, ach und das und das. Und mich dann in dritter Person nennt, obwohl ich ja eigentlich anwesend bin und die Geschichte aus meiner Welt erzähle. Und das hat mich teilweise sehr irritiert, ihr merkt es wahrscheinlich. Also mich hat das auch beim Lesen ein bisschen gestört, weil ich dachte, entweder bin ich in der Ich-Perspektive oder ich bin in der Erzählperspektive, wo dann eben die dritte Form funktioniert. Ich würde es auch noch in Ordnung finden, wenn man in diesen Perspektiven variiert und schwankt. Also einmal die Ich-Perspektive hat und einmal jemand anders dann darüber berichtet. Aber so fand ich es irgendwie irritierend. Und das hat das Lesen auch irgendwie für mich ein bisschen schwerer gemacht, weil ich immer da so dran hing und dachte, hä? Also das fand ich irgendwie komisch. Deswegen, ja, ein guter Start. Und ich bin dennoch sehr gespannt, wie es weitergeht im dritten Teil, der dieses Jahr jetzt natürlich erscheinen wird. Wir sind ja jetzt schon in 2016 und bin sehr gespannt. Schauen wir einfach mal. Und jetzt kommen die weiteren Videoclips und ich wünsche euch einfach viel Spaß. Und was passt besser zu einem Weihnachtsbuch als weihnachtliche Beleuchtung und Weihnachtsstimmung? Ja, deswegen sitze ich heute hier, denn ich habe das neue Buch von Gabriela Engelmann gelesen. Was heißt Buch? Es ist eine Kurzgeschichte von etwas über 50 Seiten. Dafür ist man nie zu alt. Erschienen im Dotbooks Verlag, kostet dort als E-Book 1,49 Euro. Ein absolutes Schnäppchen für eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte. Ja, im Großen und Ganzen geht es darum, dass heranwachsende Teenager ja ganz oft denken, dafür bin ich viel, viel zu alt, für Weihnachten mit der Familie, für Plätzchen backen, für keine Ahnung was, in den Keller gehen und mich gruseln. Und aber man dann doch spürt, ja, wenn dann erst die Weihnachtsdeko da ist, der Weihnachtsbaum steht, die Geschenke vielleicht darunter liegen, dass man dafür nie zu alt ist. Und es war eine unglaublich herzerwärmende Geschichte. Sie hat mich sehr berührt, sie hat mich oft zum Schmunzeln und zum Nicken gebracht, weil ich mich ganz oft in dieser Geschichte selbst wiedergefunden habe. Und man kennt das einfach, wenn man, man ist erwachsen, man ist groß und kaum kommt das Christkind, wie bei uns in der Familie, schon wird man wieder klein und erinnert sich daran, wie es war, als man staunend am Weihnachtsabend den geschmückten Baum gesehen hat. Und ja, eine wunderbare Geschichte, die mich in ganz, ganz tolle Weihnachtsstimmung gebracht hat und die mir wirklich sehr, sehr gefallen hat. Und sie war leider nur ein wenig kurz. Aber ja, sie war wirklich schön. Und man spürt einfach die Gefühle, die Gabriela Engelmann einfach hat und rüberbringt, dass die wirklich von Herzen kommen. Und auf diesem Wege fröhliche Weihnachten. Und es wird weiter weihnachtlich. Winterküsse im Schnee von Karen Swan. Ein wunderschönes Cover, was ich zusammen mit der lieben Miriam gelesen habe. Ja, wir haben uns darauf so ein bisschen verständigt, ein Winterweihnachtsbuch zu lesen. Und dieses Buch schreit förmlich Winterweihnachten. Aber leider täuscht es. Das kann ich vorneweg schon mal sagen. Denn die Geschichte um Allegra, ihre Schwester und das Familiengeheimnis ist leider für mich persönlich nicht sehr weihnachtlich, kitschig oder gar winterlich gewesen. Klar, es spielt um Weihnachten herum und wir lernen Allegra kennen, die ein sehr karrieregeiles Missstück ist, sagen wir es einfach mal so. Und ich mit ihr leider nicht sehr warm wurde. Ganz anders ihre Schwester, die ein sehr familiärer Mensch ist, die mir um einiges sympathischer war, die aber auch nicht so ganz glücklich in ihrer Situation ist. Und wir haben ein großes Familiengeheimnis, das es zu lüften gilt. Und zudem gleich natürlich kommt ein männlicher Protagonist, Sam, der unsere Allegra irgendwie
vielleicht doch irgendwie was verdrehen möchte in ihrem Leben. Und ja, alles darum spielt in der Vorweihnachtszeit. Ein wunderschönes Detail ist ein Adventskalender, der sozusagen jeden Tag von Allegra geöffnet wird und wo wir eben einfach so einen Hauch Weihnachten spüren. Es war ein sehr kühles Ambiente, in dem wir uns befanden. Es war sehr, durch diese Eigenschaften von Allegra wirklich sehr, ja, einfach unterkühlt. Sie war kein sehr warmer Mensch, sie war kein warmer Charakter und man hat vieles nicht von ihr nachvollziehen können. Und das fand ich unglaublich schade, denn ich wollte hier Kitsch, ich wollte Leidenschaft, ich wollte Liebe und ich wollte Weihnachten und Winter und alles in England im Schnee. Und ich habe nichts davon bekommen. Natürlich waren wir auch mal ein bisschen im Schnee. Wir waren in Zermatt in der Schweiz zum Skifahren. Und das war wirklich einer der Momente in der Geschichte, wo ich wirklich förmlich den Schnee roch und auch wirklich die Kühle des Winters spürte, obwohl ich in meinem Bett lag oder auf der Couch. Das hat Karen Swan unglaublich gut hingebracht. Eine sehr bildhafte Geschichte. Man hat viele Bilder im Kopf gehabt. Man konnte sich vieles gut vorstellen. Es war genug Detail, dass man eben der Fantasie den freien Lauf geben konnte, aber es hat mich leider nicht wirklich überzeugt. Natürlich ist dieses bildhafte, lebendige wirklich gelungen, aber die Charaktere blieben sehr, sehr blass und man hatte keinen Draht zu denen, wenn man vielleicht nicht so tickt wie die da drin auch. Das finde ich unglaublich schade und hätte mir gerne wirklich eine echte Weihnachtsgeschichte gewünscht, was es leider einfach nicht ist. Also es ist, ich weiß nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall nichts mit Winterküsse im Schnee und schon gar nicht so schön, wie es das Cover vielleicht versprechen wird. Erschienen im Goldmann Verlag, kostet das Taschenbuch, glaube ich, 10 Euro und hat etwas über 500 Seiten. Und ich war irgendwie froh, als es dann vorbei war, was ich echt schade fand, weil ich eigentlich wollte, dass es mir gefällt. Und Miriam, meiner Mitleserin, ging es ähnlich. Und ich glaube, wir waren dann beide froh, als das Buch durch war. Das nächste Buch, was wir lesen, wird ein besseres Buch, Miriam. Weiter geht es mit einem Buch, wo ich jetzt tatsächlich froh bin, dass es vorbei ist. Ja, ihr seht es schon eingeblendet. Es ist Runa von Vera Bug. Das Buch ist im Limes Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt und kostet als Hardcover 19,99 Euro, als E-Book 15,99 Euro. Hat etwas um die 600 Seiten. Und war ein Buch, das mich ja sehr interessiert hat, weil es so unglaublich spannend klang, sich mit etwas Historischem zu befassen, in diesem Fall mit dem Anfängen der Psychiatrie und es um hysterische Frauen ging, beziehungsweise wie man diese heilt. Ganz abgesehen davon hat man damals, was man auch in dem Buch lesen kann, eigentlich nicht mehr an Heilung gedacht, sondern es war einem klar, wenn man in diese Psychiatrien geht, dass man dort nicht geheilt wird, sondern eigentlich stirbt, weil in den Versuchen, wie man dann auch ja durch das Lesen feststellt, eigentlich gar nicht die Möglichkeit besteht, dass jemand geheilt wird. Ja, es spielt Anfang des 19. Jahrhunderts und wir verfolgen einen jungen Doktor bzw. Medizinstudenten, der eben auch zu Vorlesungen eines ganz bekannten Arztes geht, dessen Namen ich mir aufgeschrieben habe, Dr. Charcot. Und der hält eben auch Vorträge und in diesen Vorträgen zeigt er auch an lebendigen Objekten, also an Frauen, an Menschen, was für Versuche gestartet würden, wie man erkennt, dass jemand Anfälle hat, wie man diese auslöst und ja, wie man eigentlich die Menschen quält. Also es ist eigentlich nichts, es ist unglaublich hart, bis dann eben Runa, unsere Namensgeberin des Buches, auftaucht, was unglaublich lange dauert, bis die mal auftaucht. Und die eigentlich, Götter in Weiß sozusagen, eigentlich mit der gleichen Waffe schlägt. Und so die Aussage ein bisschen mitbringt, dass nicht das Wichtigste in der Medizin das Skalpell ist, sondern der Stift, mit dem man etwas aufschreiben kann. Und das tut sie eben und dreht so den Spieß ein bisschen um. Die Geschichte ist bis zur Hälfte relativ langweilig. Man hat das Gefühl, man liest in einem Bericht. Es werden viele Charaktere vorgestellt. Es ist alles sehr sachlich. Und dann, ich sag mal wirklich so, ab ein bisschen was vor der Hälfte, wurde es tatsächlich ein bisschen spannender. Das Buch war komplett schmerzerfüllt. Also ich fand es unglaublich gut beschrieben. Also weil man einfach den Schmerz dieser Frauen, die da im Grunde gequält wurden und das mit Genehmigung der Wissenschaft wirklich gespürt hat. Sowas gab es wirklich. Also Vera Bug, eine sehr junge Autorin, ich glaube 86er Baujahr, wie ich das gelesen habe, also hat vom Schreiben viel, viel älter und reifer gewirkt, als ich es
ja, jemanden mit Ende 20, Anfang 30 eigentlich so erwarten würde. Und es ist einfach, ja, diese Mischung, dass man weiß, sowas ist passiert und dass man es dann liest. Und also ich fand es unglaublich, wie man das gespürt hat. Es ging mir ein bisschen so wie bei Hexenliebe, wo es ja um die Hexenjagd ging. Was ist mal, schau mich nicht so kritisch an. Entsetztes Gesicht, wo ich ja auch, wo man einfach weiß, dass da Frauen so gequält wurden und auch diese Vorstellung hier drin, was da alles passiert, also dass Frauen öffentlich in diesen Vorträgen gedemütigt werden, dass Frauen wirklich einfach nur Versuchskaninchen waren und ja, da einfach durch mussten und keiner für sie irgendwie eingetreten ist, für ihre Rechte oder sonstiges und man das einfach durfte. Also was sich diese Ärzte da rausgenommen haben, ich fand das wirklich schlimm und es tat wirklich weh. Es war unglaublich düster, es war, ja, also einfach schmerzhaft, es war grauenvoll, es war eklig, es war brutal und es ist kein Buch, was man lesen sollte, wenn man vielleicht selbst in einer etwas dunkleren Phase seines Lebens ist. Mir hat da wirklich sehr geholfen, dass es weihnachtliche Stimmung herrschte. So ist das nicht so nah an mich herangegangen. Und ich auch ein bisschen mich austauschen konnte mit Paddy über unsere WhatsApp-Gruppe, die mir dann schon immer mal so ein bisschen Mut machte, ganz indirekt. Und ich dachte, okay, du schaffst das, du liest das. Und ja, es war ein sehr interessantes Buch, wo ich im Nachgang doch dankbar bin, dass ich es tatsächlich gelesen habe, dass ich es auch nicht mittendrin abgebrochen habe, sondern es beendet habe. Es ist eine bedingte Empfehlung für Menschen, die sich für sowas Historisches, vielleicht auch für die Anfänge der Psychiatrie, für auch das Grauen, was sich Menschen da einfach angetan haben, interessieren. Es ist aber nichts für sehr junge Menschen, also ich würde sagen unter 18 eigentlich gar nicht. Ich glaube, man muss da schon eine gewisse Stärkung in seinem Inneren haben, um damit umzugehen, ohne vor diesem Grauen der Welt eigentlich zurückzuschrecken, weil es einfach sehr realistisch dargestellt ist und man, also ich konnte mich unglaublich hineinfühlen. Und für Jugendliche ist das, finde ich persönlich, überhaupt nichts. Also da würde ich wirklich sagen, nehmt die Hände weg. Lest da bitte irgendwas anderes. Und auch für Menschen, denen sowas sehr nahe geht. Also zu diesen Menschen zähle ich mich eigentlich auch. Und ich habe auch zwischendrin dieses Buch immer weglegen müssen. Und ich saß auch manchmal vor, also man muss sich vorstellen, vor meinem Tolino und habe Augen zugemacht und gehofft, dass es wie im Film ist, dass mir dann jemand Bescheid gibt und sagt, so, diese grauenhafte Szene ist vorbei. Ich meine, das kenne ich aus Thrillern, aus Kinofilmen, wo ich drin sitze und in der Regel die Bekleidung dann auch weiß, so, jetzt hat Steffi bestimmt ja auch zu, wir schubsen sie an, wenn das Licht, also wenn die Szene vorbei ist. Das hat aber keiner gemacht und ich glaube, dass das Hirn auch nur gewisse Dinge erträgt und dann wahrscheinlich auch das verharmlost darstellt, das hatte ich schon bei anderen Büchern oder dann auch bei Buchverfilmungen. Nehmen wir Outlander oder auch den vierten Teil von Panem, wo ich so ein Gefühl hatte, dass das Hirn das einfach viel leichter gemacht hat, als es war. Ich glaube, wäre Runa ein Film, würde man den wahrscheinlich gar nicht ertragen. Die Handlung war wirklich ab der Hälfte interessant, spannend und es kam Bewegung rein. Ich denke, man hätte aus den 600 Seiten auch 400 Seiten machen können. Jeden selbst. Und ich habe auch ein Interview mit Vera Bug gesehen. Das fand ich sehr interessant, wie sie auf diese Thematik und so gekommen ist. Also da könnt ihr gerne mal auf YouTube gucken, Vera Bug und Interview. Da könnt ihr euch so ein Gefühl vielleicht einholen von der Autorin. Fand ich sehr interessant und beeindruckend. Und hat das Ganze noch ein bisschen interessanter gemacht. Also es war ein irgendwie gutes Buch, was einen wirklich auch nachdenklich und so zurücklässt. Es ist aber wirklich nur eine bedingte Empfehlung für Leute, die eben sagen, ja, das interessiert mich und dem stelle ich mich. Also es ist schon so eine Aufgabe, dieses Buch zu lesen. Und das nächste Buch, was ich gelesen habe, war von Juliane Maybach, Midnight Eyes, Tränenglut. Der dritte und abschließende Band, ja, der Midnight Eyes Reihe, wurde mir von der lieben Juliane zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ich möchte gar nicht so viel zum dritten Teil verraten, denn ja, es wäre komplett gespoilert. Aber um was geht es im Groben um die in diesem Buch? Ja, wir haben Emily, ein Mädchen, das ihre Eltern früh verloren hat, das bei ihren Großeltern lebt, das eine ganz, ganz tolle, liebe Freundin hat, einen guten Freund hat.
und eigentlich denkt, sie ist ein ganz normaler Mensch, bis sie eines Tages, ja, wie durch Zauberhand, ja, Ray herbeizaubert, beziehungsweise Ray auftaucht und beide aneinander gebunden sind. Und das Besondere an Ray ist, dass er nicht irgendwie nur der Bad Boy an der Schule ist, nein, er ist ein Dämonenwächter vor der Dämonenwelt in Neferell. Und er bringt nicht nur sich in die menschliche Welt mit, nein, auch eine Wächterkatze namens Partholomäus. Und das ist mein absolutes, ja, Lieblingslebewesen in dieser Geschichte. Ich liebe die Wächterkatze. Ich finde seinen Humor so geil. Und ja. Ja, beide sind anfangs aneinander gebunden, müssen sozusagen sich gegenseitig schützen, beziehungsweise muss einfach Ray auf Emily Acht geben, denn wenn sie stirbt, stirbt er auch. Und dahinter steckt ja entweder die Dämonenwelt oder gar jemand aus der Menschenwelt. Und ja, das Rätsel wird ja irgendwann gelöst und wir merken, dass es nicht das einzige Rätsel ist, das sich auftut, denn irgendetwas ist noch in dieser Welt los. Eine wunderbare, perfekte Fantasy-Reihe. Ich liebte schon Nekare von Juliane Maybach. Ich liebe Midnight Eyes. Ich mag die Idee, die Juliane hier verfolgt hat. Ich mag diesen Gedanken, dieses Dämonenwächter dieser Welt. Ich mag es, wie wir in diese, ja gerade im dritten Teil, sehr intensiv in diese Dämonenwelt eintauchen. Ich mag die Charaktere, ich mag die Dialoge. Es ist teilweise so locker leicht, wie man es sich von Jugendlichen erwartet und dann doch an den richtigen Stellen sehr tiefgründig, sehr ernst und ja, einfach so richtig. Und ich tauche in diese Geschichte ein und ich habe mich jetzt so gefreut, als der dritte Teil bei mir ankam und ich habe den auch wirklich so an ja, knapp 2,5 Abenden sozusagen durchgehabt und bin da ein absoluter Fan dieser Reihe. Ich freue mich jetzt schon auf ihre neue Reihe, die glaube ich Anfang des nächsten Jahres erscheint, da stand hier drin. Und das wird die Romanreihe Seelenlos sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie uns hier wieder ja, bringt. Es gibt ein im Band vom Buchreihen-Video von mir dazu, das ihr jetzt im Grunde schon sehen könnt. Bei mir ist es so, dass ich jetzt erst noch drehen werde demnächst in den nächsten Tagen. Und ja, ihr könnt das dann im Grunde genießen und euch ein paar mehr Infos zu diesem Büchlein holen. Und das Buch gibt es nicht nur in der Taschenbuchausgabe, nein, es gibt es natürlich auch auf Amazon. Guckt da in die Infobox, da versuche ich alle Bücher zu verlinken. Und ja, auf zum nächsten Buch. Der Zauber des ersten Schnees von Michelle Schrenk. Kostet als E-Book 2,99 als broschierte Ausgabe, wie ich sie von der lieben Michelle zur Verfügung gestellt bekommen habe, 6,99. Und ihr findet natürlich alles zu dem Buch unten in der Infobox. Ja, ein Weihnachtsbuch von Michelle Schrenk, auf das ich mich unglaublich gefreut habe. Ich habe ja schon 3 Bücher von der lieben Michelle gelesen und war immer wieder begeistert, immer wieder fasziniert. Und so auch, und das sage ich direkt am Anfang dieses Videoabschnittes, von Der Zauber des ersten Schnees. Eine wunderbare Winter-Weihnachtsgeschichte. Ich habe sie kurz vor Weihnachten gelesen und sie hat mich genau in das Feeling gebracht, was ich wollte. Es geht hier um ja, Liebe, es geht um Familie, es geht um Dinge, die man im Leben unbedingt tun sollte und über die man sich freuen sollte. Es geht um Geheimnisse und ja, es geht eben darum, was denn passiert und was man sich wünschen würde, wenn es ja, zu schneien beginnt. Davon haben wir ja in diesem Jahr noch zum Glück noch nicht allzu viel gesehen. Und ich bin darüber persönlich ganz froh, ich bin kein so großer Schneefan. Aber in diesem Buch herrschte Schneemagie und es war voller Gefühl, es war unglaublich echt, es war wunderbar beschrieben und mir haben die Protagonisten in diesem Buch gefallen, mir haben die Switches der unterschiedlichen Perspektiven gefallen, mir hat die Vergangenheitsform gefallen und also von der dann erzählt wird, ich fand das wunderschön. Ich war total hingerissen von diesem Buch, ich war berührt. Ich bin auch jetzt noch mehr oder weniger fast sprachlos über die Gefühle, die dieses Buch in mir aufgewühlt haben. Ich war hoch, da fällt die Karte raus. Ich bin total begeistert. Michelle hat es wieder geschafft, mich zu berühren, mich zu begeistern, mich tief ins Herz zu treffen und ja, wirklich mit tiefer Bewunderung und Begeisterung mich einfach in Weihnachtsstimmung gebracht.
Es hat das nötige Weihnachtsgefühl einfach gehabt. Es war nicht zu viel, es war nicht zu wenig, es war genau richtig und es war einfach auf dem Punkt. Und jeder, der noch ein Winterbuch sucht, man muss es nicht um Weihnachten herum lesen. Es hat nicht sehr viel Weihnachtliches. Es ist eher wirklich ein Winterbuch. Der sollte auf jeden Fall zu diesem Buch jetzt greifen. Vielleicht wird es ja nochmal irgendwann Winter in den nächsten Wochen. Ansonsten sich es unbedingt fürs nächste Jahr merken, weil es wirklich ein ganz zauberhaftes Buch war, was ich wirklich ganz, ganz toll fand. Und danke, liebe Michelle, für die Geschichte, für dieses Buch und auf das wir uns 2016 im neuen Jahr dann treffen. Weiter geht's mit Windfire von Lynn Raven, erschienen im CPT Verlag am 14. Dezember, kostet als broschierte Ausgabe 14,99 Euro, als E-Book 11,99 Euro. Mir wurde das Buch vom Verlag liebenswürdigerweise als E-Book zur Verfügung gestellt, vielen lieben Dank dafür. Um was geht es in Windfire? Ja, wir haben hier zwei Perspektiven, einmal Shane, der ein Halb-Djinn ist. Er hat einen Djinn-Fürsten zum Vater, eine Menschin sozusagen als Mutter und ist Fotograf in Kriegsgebieten, weil er einfach die Gewalt und die Kraft und das Böse auf der Welt so ein bisschen einfangen wollte und nicht einfach Modefotograf sein sollte. Auf einmal verschwinden seine Brüder und sein Vater liegt krank in einer Klinik. Er bekommt einen Anruf, dass er ein Amulett suchen muss, um eben dann dafür zu sorgen, dass es seinem Vater besser geht. Und auf der Suche nach diesem Amulett trifft er auf Jessica, das ist unsere zweite Perspektive in diesem Buch, die auch etwas Magisches an sich hat, die leider nicht so viel Glück im Leben hatte, einen sehr, sehr kranken Bruder in einem Krankenhaus hat, irgendwie sich mit 5 Jobs über Wasser hält und dann natürlich versucht, das Beste trotzdem draus zu machen. Und als sie auf Shane trifft, alles andere als begeistert ist, denn sie hat das Amulett verkauft. Und beide gingen jetzt auf die Suche nach diesem Amulett und auch, was da so dahinter steckt, wer es sucht, warum es gesucht wird. Und merken beide, dass sie hier nicht nur Halb-Djinn und zufällig ein Mädchen sind, sondern wir merken recht schnell, dass auch in Jessica etwas Magisches, etwas Hexisches steckt. Und wir haben hier ein wunderbares Setting. Wir befinden uns zu Beginn der Geschichte in Las Vegas. Wirklich super geil, wie die Stimmung aufgefangen wurde, wie wir selbst wirklich auch mit dabei waren. Wir haben einen Ortswechsel. Wir sind dann im Orient, haben das Gefühl von 1001 Nacht, als wir in Jordanien landen. Und ich fand beide Bild und Beschreibungen der Orte unglaublich gelungen. Das ist Lynn Raven wirklich sehr, sehr gut gelungen. Sie hat das super rübergebracht. Sie hat mich mit an diese Orte genommen. Auch der Perspektivwechsel in der Geschichte, den fand ich sehr, sehr gut gemacht. Man hat relativ schnell immer gewusst, wer man ist. Es wurde bei Shane und Jessica angezeigt unter der Kapitelnummer, wer wir gerade eben sind. Und dann gibt es noch so die ein oder andere Sicht, wo aber auch relativ schnell klar wird, wer man ist. Was ich sehr toll fand am Perspektivwechsel war eben auch, dass jeder so was anderes oder auf andere Dinge Wert gelegt hat, dass man schnell spürte, dass eben Shane ganz andere Dinge uns vermittelt hat, als es Jessica gemacht hat. Und das hat natürlich so einen besonderen Flair in diesem Buch gegeben, dass man wirklich das Gefühl hatte, man spricht eben mit zwei unterschiedlichen Charakteren. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ich mochte diese Djinn-Geschichte, die so im Hintergrund war. Ich mochte dieses Magische, was um Jessica herum war. Ich mochte die Verbindung der beiden. Es war alles andere als eine Liebesgeschichte. Das war wirklich eher so ganz fein, manchmal platziert, dass man eben spürte, zwischen beiden knistert es. Und das fand ich sehr, sehr gut, weil so dieses klischeehafte Liebe-Geschichten mag ich ja persönlich nicht. Ich mag, wenn es Fantasy ist, eben auch, dass das so im Vordergrund steht. Und das hat Lynn Raven auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Und ich mochte eben auch einfach die Spannung, die sich aufgebaut hat, dass auch immer mal Fragen beantwortet wurden, es Lösungen gab und sich dann einfach neue Dinge eröffnet haben, denen man gefolgt ist. Und das hat mir persönlich wirklich viel Spaß gemacht. Das war eine absolut tolle Geschichte, hat Lust auf mehr gemacht. Und mir hat eben auch der Schreibstil von Lynn Raven gefallen. Das war jetzt mein erstes Buch von ihr. Und ich denke, es wird nicht das letzte gewesen sein. Fand ich wirklich toll und auch das Cover ist ganz, ganz toll, wie ich finde. Und es hat sich unglaublich gut lesen lassen und ist auf jeden Fall eine empfehlenswerte Geschichte, die allen, die Fantasy, Urban Fantasy mögen, absolut empfehlen kann. Und weil ja Djinns tatsächlich viel zu kurz kommen in der Fantasy-Welt, habe ich zumindest das Gefühl, jeder, der danach was sucht, der soll sich da hier ganz viel Spaß mit dieser Geschichte haben und sich an dieser wunderbaren Djinn-Hexen-Magi-Fantasy-Geschichte erfreuen. Sie hören der Glasmurmelsammler, welches im Krüger Verlag zur
erschienen ist und mir zur Verfügung gestellt wurde, kostet als feste Hardcover-Ausgabe 19,99 Euro und ist, glaube ich, im November, ja, wenn mich nicht alles täuscht, auch erst erschienen. Ich bin ja bekanntlich doch ein recht großer Fan von Cecilia Ahern, habe so ziemlich alles gelesen und war sehr gespannt auf den Glasmurmelsammler. In der Geschichte sind wir bei Fergus, der einen Schlaganfall erleidet. Und seine Tochter Sabrina, das ist die zweite Perspektive der Geschichtenerzählerin, sich sozusagen jetzt um ihn kümmern muss und auch Kartons auspackt und bei den Kartons dann eben eine Sammlung von Murmeln findet. Und durch Fergus' Geschichte erfahren wir, wie er zu den Murmeln gekommen ist, was seine Familie vielleicht besonders macht, anders macht, was diese Murmeln für ihn bedeuten. Und erfahren durch diese beiden Perspektiven eben so die jetzige Zeit, durch Sabrina und durch Fergus eben einfach so ein bisschen sein ganzes Leben, von jung bis eben älter, was er mit diesen Murmeln und seinem Leben so in Verbindung bringt. Leider ein Buch, das mich nicht so gepackt hat wie die vielen anderen Ahern-Bücher. Mir hat hier ein bisschen das Magische gefehlt, das Unvorhergesehene. Es war mir persönlich manchmal ein wenig zu normal, zu nah am Leben und manchmal auch einfach wirklich sehr, sehr langweilig. Ich gebe zu, vielleicht war es einfach nicht der richtige Moment in meinem Leben für dieses Buch, weil ich ja wirklich in so einer leichten Fantasy-Sucht stecke. Ja, es war nicht schlecht, gar keine Frage. Also es war ein Buch, wo man sich wirklich schon auch Gedanken darüber macht, über das Leben, über das Verhältnis zu den Eltern, vielleicht wenn man Kinder hat, auch über die Kinder, was möchte man in seinem Leben mitgeben, was ist einem wichtig, was würde man selbst vielleicht mal seinen Kindern weitergeben an Wissen, an Dingen, an Weisheiten. Das löst dieses Buch in einem schon aus. Aber mir hat so dieses typische Ahern sehr gefehlt. Und vielleicht liegt es auch dran, weil das Buch nicht blau ist, sonst wie alle anderen, bis auf, glaube ich, ein Buch von Cecilia Ahern ist ja rot, anderen sind alle blau. Vielleicht wollte man uns schon mit diesem Cover zeigen, es ist eine andere Geschichte und sie war mir nicht ganz zugänglich. Es war gut, es hat mich unterhalten, es war manchmal wirklich ein bisschen langweilig. Und das fand ich einfach schade. Es sollte nicht sein. Und ja, vielleicht lese ich es irgendwann in meinem Leben nochmal zu einer anderen Zeit. Und ja, es ist auch nur, wo die Wahrheit ist, kann die Liebe gewinnen. Und ja, mir wollte es gefallen, gerade weil ich selbst als Kind so gerne mit Murmeln gespielt habe und auch mit meinem Papa Murmeln gespielt habe. Ich glaube, es machen ganz viele mit dem Papa. Ich kenne, glaube ich, keine Mama, die Murmeln spielt. Vielleicht bin ich irgendwann mal die erste Mama, die das tut. Ja, es ist echt schade. Es war kein Buch, das ich abbrechen wollte. Es war auch kein Buch, das mich komplett genervt hat. Aber es hat mich nicht so richtig gefesselt. Und ja, schade. So für den Abschluss des Jahres. Es kann sozusagen nur besser ins neue Jahr gehen. Und das war mein Büchermonat Dezember. Ja, doch ein bisschen weihnachtslastig und winterlastig. Aber ja, so ist es natürlich einfach in der Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit und eigentlich ja auch Winterzeit, auch wenn wir im Dezember sehr wenig davon gespürt haben. Dieses Büchlein war mein Büchlein, wo ich mir allerlei Notizen gemacht habe in 2015. Und das landet nun in der Schublade. Also das sind alle möglichen Bücher drin, die ich gelesen habe, die Infos dazu. Wenn ich mir nebenbei Zitate und so aufschreibe, die habe ich mir alle über die Weihnachtstage schon rausgeschrieben. Und ja, es wird jetzt ersetzt durch ein Büchlein, das ich mir noch suchen werde. Ich habe jetzt noch keins ins Auge gefasst, aber ich habe so viele Notizbücher, da wird sich auf jeden Fall eins finden lassen. Ja, und das war's nun aus dem Dezember. Ich hoffe, der Büchermonat hat euch so ein bisschen Spaß gemacht. Ihr könnt mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das mit den Videoclips nach wie vor gut findet, ob euch das gefällt oder ob ihr lieber einen klassischen Büchermonat hättet, dann könnt ihr das gerne schreiben. Also der Januar wird definitiv nochmal so, weil ich eben den ersten Videoclip auch schon abgedreht habe. Ich meine, klar, das könnte man ändern, aber ich mag das eigentlich ganz gerne, weil mir es persönlich auch gut gefällt, jetzt dann die Bearbeitung der Videos, weil ich dann nochmal so den ersten richtigen Eindruck des Buches höre. Und manchmal innerhalb dieser 4 Wochen, die ja zwischen dem ersten und zweiten Buch liegen und heute, man so denkt, okay, das sehe ich heute vielleicht anders oder ach so, stimmt, so und so. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also für mich ist das ja auch wie so ein Lesetagebuch. Und ja.
Ich denke, es macht euch auch Spaß. Welche Bücher habt ihr denn im Dezember gelesen? Habt ihr Bücher, wo ihr sagt, das war mein absolutes Monatshighlight? Dann gerne auch mal in die Kommentare, wäre ich sehr, sehr neugierig. Und zu Game of Thrones, jeder, der dazu mir etwas erzählen möchte, solange er mich nicht spoilert, ist natürlich auch herzlich willkommen, seine Mitfiebrigkeit der Serie oder der Bücher natürlich gerne hier mal kundzutun, weil ich glaube, das ist wirklich was, was mich sehr tief erwischt hat und ja, ist ja nicht verkehrt. Und nun danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.